Ein guter Pilot und ein guter Aktieninvestor haben wirklich viele Gemeinsamkeiten. Als Pilot fliegst du auch nicht einfach los und weißt nicht, wohin es geht. Du hast genau einen Plan, wo die nächste Landebahn ist, wo dein Ziel ist und welche Zeit du dort ankommst. Und wenn unterdessen irgendwelche Schwierigkeiten passieren, bist du vorbereitet. Du hast in deinem Training gelernt, in deiner Ausbildung gelernt, wie du reagieren musst, wenn der Druck in der Kabine fällt oder wenn ein Triebwerk ausfällt. Und genauso musst du dich als Anleger verhalten. Du musst zuerst einmal wissen, wo es hingeht. Du musst dein Ziel kennen und du musst wissen, welche Probleme auf diesem Weg vorfallen können und dich auf diese Probleme vorbereiten. Du musst genau wissen, muss ich die Aktie halten oder soll ich sie verkaufen? Diese Szenarien musst du eigentlich immer schon ready haben, bevor du in eine Aktie investierst. Dann kannst du auch ruhig schlafen und hast kein Problem damit, wenn an den Aktienmärkten irgendwelche Turbulenzen auftreten.